Moin Freunde, ich grüße euch zu diesem Infovideo und jetzt geht es mal wieder darum, das übliche Thema, worüber wir hier uns aufregen werden. Es geht um das Tempolimit und ich sage es ja schon seit Monaten, seit vielen Monaten, immer wieder wird das Thema versucht, warm zu halten in der Presse, schön weich zu kochen und vielleicht nutzt man auf der einen Seite jetzt gerade aktuell die C-Krise, um hinzugehen und zu sagen, jo, vielleicht kriegen wir ja dann jetzt mal unsere gewünschten 130 auf der Autobahn durchgeboxt. Oder aber, ganz andere Theorie, hatte nämlich gestern Abend auch jemand von euch im Livestream, danke für solchen Input. Vielleicht versucht man auch gerade von dem BMI, also Bundesministerium des Inneren, geleakten Dokument abzulenken, weil das zieht gerade doch einige Kreise, die vielen, vielen Protagonisten in dem oberen Bereich der Politik nicht gefallen werden, so ist meine Wahrnehmung. Ja, hier geht es nämlich jetzt speziell darum, der Verkehrssicherheitsrat, das ist ein eingetragener Verein und wie ich das empfinde, wird das ein reiner Lobbyverein sein. Der spricht sich nämlich jetzt dafür aus, dass man doch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h auf der Autobahn benötige. Und das ist reine Lobbyarbeit, wie ich finde. Hier heißt es nämlich soweit auch, die Kraft, die von einem Tempolimit überzeugt werden müsste, ist die CSU, sagt Lühmann, heißt der Herr. Ja, das ist der SPD-verkehrspolitische Sprecher von der Bundestagsfraktion. Genau. Also jetzt geht es nur noch darum, zu versuchen, irgendwie das Ding durchzuboxen. Und es liest sich in diesem Spiegelartikel, ist das hier allerdings, wirklich rein nach reiner Lobbyarbeit. Man muss die Leute einfach nur noch überzeugen, dazu hinkriegen, die Entscheidungsträger, dass das Ganze durchgeprügelt wird. Und nochmal, wir haben zahlreiche Abstimmungen im letzten Jahr gehabt. Sie wurden abgeschmettert. Es ist nicht gewünscht, ein Tempolimit zu haben. Da kann man noch so viele Statistiken fälschen, von wegen, dass die Bevölkerung 50% angeblich dafür wäre oder über 50%. Ich bezweifle es. Und genauso, wenn auch mit dieser Moralkeule der Sicherheit hier wieder argumentiert wird. Wir schauen uns jetzt hier, also ich habe die Grafik soweit offen, vom Statistischen Bundesamt ist die Todesfälle auf Autobahnen im Europavergleich. Und die Anzahl der Toten durch Unfälle auf Autobahnen je 1 Milliarde gefahrene Fahrzeugkilometer im Bereich 2011 bis 2013. Also ein relativ langer Zeitraum. Und der liegt am höchsten bei 5,3 in Litauen und die haben ein Tempolimit von 130 km/h und Deutschland liegt hier im unteren Mittelfeld bei 1,9 Toten. So, gerade auch Norwegen ist auf derselben Stufe wie Deutschland, hat allerdings ein Tempolimit von 90 km/h. Dann möchte ich hier auch nochmal in Erinnerung rufen, es gibt leider bislang immer noch keine, zumindest ist mir keine Statistik bekannt, die aussagt, wie viele Verkehrsunfälle hätten denn verhindert werden können, wenn man langsamer als über 130 gefahren wäre oder Strich 130. Denn jede Geschwindigkeitsüberschreitung, sprich ich fahre in der 80er-Zone auf der Autobahn 120, dann ist das ja ein Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit. Gleiches gilt ja auch, wenn ich 120er-Zone habe, 150. Ne, dieses verantwortungslose Fahren ist ja ein Hauptgrund meiner Meinung nach für solche Unfälle etc. Das muss man ja wirklich dazu sagen. Und dann auch gibt es noch eine Statistik soweit, Unfallgeschehen nach Ortslage auf der Autobahn und diese Unfallzahlen, seit 98 sind die stetig am Fallen, komplett am Fallen. Also auf welcher Basis soll das Ganze hier argumentiert werden? Wenn man zum Beispiel davon spricht, im Jahr 2018 hatten wir 424 und ich möchte das nicht verherrlichen oder ähnliches, jedem Menschenleben ist da wertvoll. Nichtsdestotrotz hatten wir in Anführungszeichen nur 424 Todesfälle in Deutschland auf den Autobahnen. Ja, und gerade im Vergleich 98, 99, 2000 waren es 803, 911 und 907. Also die Fahrzeuge werden sicherer und das funktioniert immer besser, so dass es meiner Meinung nach nicht sein muss, ein solches Tempolimit einzuführen. Und last but not least, im Dezember hatte ich auch schon darüber berichtet, Polizeigewerkschaft schlägt Untersuchung zu Tempolimit vor. Und die Polizeigewerkschaft hatte Ende letzten Jahres angekündigt, dass man doch eine Untersuchung haben möchte. Was würde denn wirklich jetzt hier Höchstgeschwindigkeit 130 km/h bringen? Komischerweise haben wir jetzt Mai, 4,5 Monate später und wir haben bislang immer noch nichts davon gehört. Was heißt das? Ist die Studie noch in der Mache? Muss die noch ausgewertet werden? Oder hat man vielleicht ein Ergebnis bekommen, das nicht so in das System passt, wie es denn
schöner aussieht, um dieses 130 durchzupreschen im Bundestag, Bundesrat und wo es dann durchgesetzt werden müsste. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das schade, dass hier einfach so populistisch wieder hingegangen wird. Und nochmal der Hinweis, lassen wir uns jetzt erstens nicht ablenken und genauso dürfen wir es aber auch nicht so ganz vom Schirm einfach verlieren. Insofern, dass es natürlich ein wichtiges Thema ist und nicht einfach durchgewunken wird, wo wir jetzt alle durch das große C und finanzielle Probleme etc. stark abgelenkt sind. In diesem Sinne, schreibt eure Meinung dazu unten rein. Bis zum nächsten und ciao.